Serbisch, Armenisch, Mandarin, Swahili. All diese Sprachen werden von unseren Kulturwaldfreiwilligen fließend beherrscht. Doch wie sieht es mit dem kulturellen und vor allem sprachlichen Wissen innerhalb Deutschlands aus? Mithilfe unserer Dialektexperten haben wir den ultimativen Test gemacht. Was sind Ebbern? Kartenspiel. Ja, wenn halt Ebbe ist, dann ist das mehr am Ebbern. Das ist wahrscheinlich Fegen oder so. Trinken. Vielleicht ist es wie Jammern. Keine Ahnung, schlafen oder so? Ebbern sind Kartoffeln. Was heißt, du ist aber die Bergschild? Das kannst du buchstabieren. Fertig. Durch den Berg geschält, ja, fertig. Der Bär. Da ist eine Bärgeschält. Du hast die Tür geklingelt. Was bedeutet das? Da ist das Kind in den Brunnen gefallen. Ja, du Katzenschwanz. Ich sehe immer so lustig, wenn sie die Preise nicht verstehen. Ein Katzenschwanz? Das ist hier mit Schwanz, hier so ein Eichhörnchenschwanz. Das ist Eichkätzchenschwanz. Ich möchte Weckle mit Preislingszells. Wahrscheinlich nicht Niki Lauda. Irgendwas Lustiges. Aber da ist noch irgendwas mit Salz drin. Ein Wagen mit dem Preiselbergsellen. Ein Weckle ist ein Brötchen, wie es jeder kennt. Und Preislingsgesells ist die Brombeermarmelade. Und der Unterbrücke tun wir es bei euch auch nicht? Nein, bei uns ist das eher so, sagt man, schau jetzt nach, der hackt den Recken und futtert oder so. Ist das ein Tier? Ist keine Ahnung. Ein Barhocker. Der Unterbrücke ist Zuckerrüben ernten. Boah, hat die Wörter hergeholt, jetzt mal ehrlich. Hast du früher auch immer mit dem Niggi rumgemodelt? Nur klar, hab ich mal früher mit dem Niggi im Kindergarten rumgemodelt, du. Als er mit abgeschlagen war, musste ich. No? Sagt meine Mutti immer. Also rummuddeln ist rummuddeln. Ist das nicht so eine Firma, Niki? Mit dem Niki, das ist ein Typ, rumknutschen. Wahrscheinlich ein bisschen mehr als rummachen macht der Niki. Was heißt ein gute Wie? Aus der Landwirtschaft eine gute Weide. Hi, na alles klar. Und ich möchte wissen, was ist ein Kneippschiff? Kichererbsen. Ja. Ein Fisch. Hättest du gesagt, vom Apfel das Stück, was da überbleibt. Kneifen, so ja, Kneifchen, so hier so. Oder vielleicht hier das vom Brot, das... Die Kruste, Krumen? Nee, das was hinten. Ja, genau, was hinten übrig bleibt. Und vielleicht ist so ein kleines Messer, so ein scharfes. Mensch, also am Freitag, da muss ich ja mal wieder richtig feuchtfeudeln gehen. Ist das irgendwas Unanständiges? Ablästern und feuchtfeudeln dann nochmal besonders fies ablästern. Euphemismus für Geschlechtsverkehr, würde ich sagen. Halt, Weihnachten. Das hört sich ein bisschen eklig an, würde ich sagen. Das dazu möchte ich nicht sagen. Feudeln bedeutet im Norddeutschen einfach nur feucht wischen.